Tada! Tada! Hallo Leute! Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play DayZ. Wie ihr seht, haben wir Zuwachs bekommen. Das ist der Bertram. Ja, Guten Tag. Hier haben wir wieder den Lampi. Und wie ihr seht, hey, wir robben nicht über den Boden. Verrückte Mongo, Junge. Ja, wir haben einfach nochmal ein neues Spiel gestartet. Haben uns einen neuen Server gesucht. Ey, da hinten ist eine Militärbasis. Achso, das genau, ist da gehen wir jetzt hin. Hab ich da war ich schon, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr? Ja, ja, der hat den Rucksack doch voll. Gucken wir an. Da habe ich doch den Rucksack her und das andere Zeug alles. Achso. Ja, cool. Lag da Munition für mein M4? M4-Munition? Hier im Dorf lagen ganz viele rum. Müssen wir da nochmal durchgehen. Ich habe auch noch nicht alles durch. Vielleicht finden wir noch Dings. Ja, gut. Ich brauche unbedingt M4-Munition. Ich habe schon 49 Zombies gekillt. Hurra, hurra. Wow. Richtig. Ja. Also wie ihr seht, wir sind bestens gerüstet. Jeder hat eine Axt. Naja, Berti hat eine M4. Ja. Eine Axt mit langem Stiel, kann man sagen. Genau, die man auch reloaden kann. Richtig. Mit Fernglas drauf. Und Schalldämpfer. Dann mal das Dorf durchforsten. Wir brauchen dringend Streichhölzer. Ja, definitiv. Weil wir haben schon eine tote Kuh. Wir haben richtig viel Weed. Ja, wie ihr seht, wir haben das andere Spiel einfach mal abgebrochen, weil ich hatte ja meine Beine gebrochen und ich bin gestorben. Lampi ist gestorben. Links von uns ist ein Zombie Richtung Militärbasis an dem Auto. Seht ihr ihn? Ja. Und an dem roten Haus kommt auch einer. Schwarzer. Hier vorne sind auch ganz, ganz, ganz viele. Boah, also ich brauche dringend Streichhölzer, weil ich habe bloß noch 3000 Liter Blut oder 3000 Milliliter oder wie viel das auch immer. Ich habe 11.000. Ich habe auch nur 11.000. Ja, gut. Also, wie ihr seht, spannend, spannend, spannend. Heute sind wir mal zu dritt unterwegs. Mal gucken, da sind was wir drei da Stück. Können. Drei Stück von uns links. Haut ab hier. Und wir sind jetzt auf der Suche nach, mal ausnahmsweise nicht nach Morphium, so wie es die letzten Folgen war. Das wollten wir euch heute einfach mal ersparen. Sondern wir suchen einfach mal nach Streichhölzern. Hier vorne im Haus war, glaube ich, Munition drin. Da könnt ihr gerne mal reingehen, gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob dies die richtige war. Ich gehe hinten die Stelle absuchen. Mach das mal. Mach nichts alleine. Wir wollen unser schönes Zeug alles behalten. Ja, nee, ich bin hier hinten. Hier ist eine Brechstange. Okay. Ja, siehst genau. Da ist noch eine Brechstange. Das wollte ich auch noch sagen. Nein, brauche ich ja nicht. So, da ist Munition. Nur Makarov-Magazin und Ich habe ein Benzin. Ich nehme mal beides mit erstmal. Ich glaube, ich habe noch genug Platz. Kann das sein? Woran sehe ich, wie viel Platz ich habe? Ach so, ja. Das siehst du an deinem Inventory. Der zeigt dir immer hell an, wo das abgelegt wird. Aber hier ist nicht mehr Munition. Mhm. Nee. Was ich kann man denn mit der Brechstange machen, sag mal? Damit kannst du Sachen, ich glaube, reparieren oder irgendwie zum Aufbrechen oder irgendwie sowas. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Na toll. Was soll ich denn da machen? Der Lampi steht vor der Tür. Ich stehe vor der Tür, hinten war nichts weiter, nur ein Benzinkanister. Sag mal, habe ich was gefressen? Ich komme hier nicht mehr raus, doch jetzt. Ja, das ist halt Alpha, ne? Das ist noch nicht so ganz. Da sind zwei Zombies die Straße runter. Jo, sehen wir. Soll ich auch dafür, dass wir eigentlich nachher mal ins andere Innere gehen, nicht nach Tscherno, weil da so viele Idioten sind. Sehr schön. So, Zombie down. Ich guck mal, vielleicht hat der ja was dabei. Ja, ich brauche aber Munition. Du musst dich echt dran erinnern, wo ich die M4-Munition habe. Ich habe nicht mehr viel. Und ohne Waffe fühle ich mich nackig. Warte mal, hier in so einem Hühnerstall liegt meist auch immer irgendwas drin. Im Hühnerstall liegt Munition. Ist total logisch, gehen wir rein. Ja, ansonsten müssen wir mal Militärcamp. Da müsste eigentlich Munition rumliegen. Ja, hier. Zombie vor mir. Wie viel Muni hast du noch? Ja, ich habe hier irgendwas bei 5 Schuss immer bloß in mein scheiß Magazin, die ich hier habe. Weiß ich, was das ist. Aber hast du nicht langsam schon... Ja, ich habe ja auch schon 50 Zombies gekillt jetzt. Also dann lass uns mal rübergehen in die Militärbasis. Ja, in der Militärbasis soll immer eigentlich Munition spawnen. Vielleicht ist inzwischen schon mal was gespawnt, was Neues da. Also ich hätte gerne wirklich Munition. Ich fühle mich sonst total tot. Dann wird es nur eine Axt für dich finden. Wow, fuck. Okay, ist hier ein Brunnen? Ist da ein Brunnen? Nein, das ist los. Hier kommen lauter Zombies. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ich muss nachladen, der ist down. Ja. So, wie kommen wir denn jetzt am besten zur Militärbasis rüber? Na, wir gehen über die Straße. Ach so, ja klar, Lampi war ja schon da. Da ist einer. Folgst du uns?
Ich muss sagen, irgendwie sind die viel mehr als früher. Ja, macht einer Krach. Ach du Scheiße, da ist auch einer, da sind auch welche. Wir sind. Ich glaube, wir sollten nachher gleich mal ein bisschen kriechen. Hier lang? Ich glaube, hier war irgendeiner. Warte mal, können wir nicht einfach hier hochlaufen? Die nee, komm hier lang, hier durch, hier ist besser, hier ist sicherer. Okay. Lampi, da kommt einer zugelaufen, rechts von dir. Ah, bitte. Warte. Warte. Oh, da kommen mehrere, Alter. Ich muss nachladen, helft mir. Habt ihr ihn? Alter, der ist wieder einer von der hartnäckigen Sorte hier. So, alles gesichert, alles. Steelboat. Wie kann denn das sein, ey? Ich hab jetzt schon wieder. Ach, das backt doch hier schon nix. Wieder alles nur rum. Also, ich hab gar nichts mehr. Ich hab jetzt noch 2 Schuss. Und das war's dann ja auch. Also, wir müssen da irgendwie mal bitte hinkommen. Ach, du da kommen die nächsten 2 Zombies. Hinlegen, kriechen. Hinlegen. Pass auf, von der Seite kommt einer. Wo seid ihr denn schon wieder hingerannt? Ich muss nachladen. Kriegst du das hin? Jo, ich hab den einen. Sag mal, hast du immer noch Kugeln? Ja, aber jetzt ist vorbei. Ein Schuss haben wir jetzt. Hinlegen, wir kriechen jetzt dahin. Das ja, sind zu viele wir kriechen hier. Jetzt hin. Also das ist sonst wird ihr das müsst mich bloß hier. Beschützen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Da, nimm mich mal in die Mitte hier, weil okay. Ich habe wirklich nichts mehr zum Verteidigen. Okay, ich gehe vor. Ja. Bertram ja, in aber der Mitte Lampi, soll ich nicht lieber vorgehen? Ich habe wenigstens noch 10.000 Blut. Ja, das stimmt, dann geh du vor. Gut. Dann gehe ich hinter Bertram. Ey, ich kann sogar schnell krabbeln, das ist ja witzig. So, da ist einer. Soll ich den Kopfschuss verpassen mit meinem letzten Schuss? Nein. Wir kriegen hinter dem vorbei, hinter dem vorbei. Ich zeig dir das mal, Berti. Ah. Also man kann quasi hinter denen vorbeikriegen. Genau, ja. Ganz knapp kannst du an denen vorbeikriegen. Kriegen das nicht mit. Das ist gut. Warte mal, bleib mal da. Martin, siehst du jetzt da hinten, ein bisschen weiter hinten, so ein kleines Häuschen? Da müssen wir hin, weil überall rum ist Zaun an dem Gelände. Da ist der Eingang. Warte mal, ein kleines Häuschen? Guck mal, ein bisschen weiter nach links. Guck mal nach links. Jetzt geradeaus zu. Ist das du, meinst den, Tower da, oder was? Nee, noch weiter links, noch weiter links. Na, das noch weiter links? Das sehe ich gerade. Ach, da. Dahin, da ist der Eingang. Okay. Gut. Ich weiß zwar nicht, wo ihr hin wollt, aber Moment, ich komme mal, ich muss mal aufrücken. Vielleicht finden wir da wenigstens ein Feuerzeug. Alter, bis dahin Munition. Bis dahin müssen wir. Okay. Aber ich glaube. Fuck, ich habe den Timer schon wieder nicht gestellt. Oh ja. Aber ich glaube, hier vorne ist sogar gar kein Zaun. Ich glaube, von der Seite kommen wir sogar durch. Ich sehe nämlich keinen. Zombie auf 12 Uhr bei mir. Boah, weiter kriechen. Warte. Nee, komm mal hier rüber, Betty. Betty, weiter nach rechts. Komm nach mal, rechts? Komm mal ich sehe euch nicht. Ach, da, ja. Hast du. Ach so. Aber mit Enter, also hast du Third-Person-Modus? Ne, ich hab jetzt First. Warte mal, soll ich Third machen? Ja, das ist Mama dann Third-Person, das ist besser. Ey, ist das ein Hubschrauberwrack hier? Ne, ein Humvee. Ne, das sind Humvees. So, warte mal, ich stell jetzt erstmal kurz den Timer. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gespielt, ne? Der läuft auf mich zu. Komm hinterher, der sieht dich nicht. So, wie lange machen wir denn jetzt noch? Machen wir mal 25 Minuten. Hat dich irgendeiner vorhin gesagt, wir kriechen diesmal nicht nach Morphium? Ach, scheiße, ja, naja, mein Gott. Ja, jetzt kriechen wir nach Streichhölzer. Genau. So. Ich höre den hinter mir und kriege Angst. Ja, nee, mach weiter, den hatte ich nicht gesehen. So, und jetzt überleg mal, es wäre noch dunkel. Ja, dann würde ich noch mehr Gin Tonic trinken. Ich sehe inzwischen übrigens alle schon in schwarz-weiß, also. Echt? Ja. Wieso? Was brauchst du denn? Essen. Feuerzeug. Ich muss Blut auffüllen. Und Zombie ist doch eigentlich schon gut durch, kannst du den nicht nehmen? Ja, nee. Da läuft auch was. In dem linken Hangar, glaube ich, habe ich was gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Eigentlich könnten wir jetzt wieder schon hoch, also ich sehe nichts in der Nähe. Bist du sicher? Ich weiß es nicht. Ich sehe ach scheiße, no risk, no fun, Alter. Genau, so geht es schneller. Aber lass mal trotzdem in der Hocke bleiben, genau. Jo, in der Hocke. Berti, Hocke, genau. Habe. Und wenn wir Lampis Blutvorrat aufgefüllt haben, dann laufen wir erstmal in den Wald hier ist, rein. Hier sind Soldaten, kann man die durchsuchen? Nee, leider nicht. Oh, scheiße. Die sind Deko. Oh, das Soldaten als Deko, das ist ja französisch so, bestimmt. So, ersten Hangar durcharbeiten.
Hangar, ja. Ich müsste bloß noch einen Gin Tonic anmischen, sonst halte ich die ganze Geschichte hier heute Abend nicht durch. Aber warte, dann geh erstmal in den Hangar rein, dann sichern wir die so lange ab, dass einer kommt und. Genau. Ja, beim Gin Tonic machen, erschossen. So, und wo muss ich jetzt hingehen hier? Wo finde ich jetzt hier was? Muss in den Ecken nochmal so gucken. Ich habe eine Rauchgranate gefunden, aber die brauchen wir nicht, oder? Du hast gesagt, die lenken gut Zombies ab. Okay, hast eigentlich recht. Ich pack die mal rein. Hier ist irgendwas. So, ich guck mal. Ich habe hier Empty Soda Can, brauchen wir nicht. Eine Flare White, also eine Flare. Nehme ich mal mit. Eine Rauchgranate. Hm. So, das war's. Mehr habe ich jetzt hier nicht. Gut, dann mach dir mal erstmal schnell deinen Soda. Ja. Ich habe eine Empty Soda Can. Oh, war eine falsche Flasche. Wir müssen erst den Gordons nehmen, ne? Dann mache ich mir nochmal schnell ein Bier auf. Das ist ja wie. Das ist ja, ne? Wie ein Quickie, so ein Bier. Und ich sehe in der Zeit euren Arsch hier. Na genau. Ja, genau. Was war das? Hat es dich angespuckt? Nicht ganz. War aber eng. Eng ist gut. Hm. Falsch verstanden. So. Ja. Gin Tonic, wir sind wieder zurück. Kurze Überblendung. Hast du den schon fertig gemischt, da neben dir zu stehen oder was? Na, nee, die Tonic ist eisekalt. Und Gin Boy muss aufkippen, ne? Also, ja. Wenn ihr irgendwo einen Teich seht, sagt Bescheid, ich habe nämlich eine Wasserflasche. Ich dachte, du hast eine Angel. Nee, das wäre natürlich auch ein Highlight, eine Angel noch. Hier liegt auch noch was. Da liegt noch was? Was hast Empty denn da? Soda Can und Empty Tin Can. Was ist eine Tin Can? Na, einfach eine Büchse. Eine Büchse. Soll ich mal eine Empty Soda Can mitnehmen? Nee, nö, kannst nichts mit anfangen. Nichts. So, nächsten Hangar. Dann, warte auf Berti. Berti kommt erst. Ja, ich bin dabei. Wo bist denn du? Berti braucht ein bisschen länger. Berti muss nämlich vorsichtig sein. Don't drink and kill zombies. Oh, hier höre ich was. Hier ist einer. Ich habe was gehört. Jungs, hier sind drei. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich werde angefordert hier. Was ist hier los? Ich kann nicht mehr machen. Mach den kalt. Hinter dir. Danke. Haben wir. Oh. Ihr seid total lieb. MD. Ich habe irgendwas gebrochen, steht hier. Wo oh nein. Oh nein. Was? Hier steht Knochen kaputt. Jetzt kannst du nur noch kriechen. Yeah, ich hab die Map. Ich hab die Map. Ehrlich? Verrückt. Ja, gib sie mir, ich krieg sie voran. Warte mal, ich hab hier noch ein paar Painkillers. Ja, und wie krieg ich jetzt meine Knochen wieder heile? Morphium finden. Morphium finden. Auf nach Tscherno. Aber warte mal. Hier haben wir noch, guck mal, hier liegt jetzt noch die Dings für dich, die Brechstange. Brauch ich ja nicht. Ja, nimm die mal mit. Dann hast du wenigstens was, womit du dich noch ein bisschen verteidigen kannst. Ja, aber dann habe ich ja meinen M4 nicht mehr. Was für ein Kaliber ist denn in so einem M4 drin? 5,56x45. Ich brauche Morphium. Ey, ich hab was für dich. Was denn? Morphium? Munition. Oh, wo? Hier ganz hinten, wo ich bin. Hier liegt eins rum. Was? Links hinten, ja? Oh. Oder warte, soll ich mal, zu dir? Denn? Ich bring das zu dir, wa? Ach, ja, ich glaube, das ist total lieb von dir. Ich kann jetzt echt nicht mehr aufstehen? Ich habe hier noch ein MP5. Doch, in der Hocke. Jetzt geht's. Jetzt ist mein Knochen wieder weg hier, mein kaputter. Was? Ne, jetzt geht's wieder. Wenn ich loslaufen will, ist er wieder da. Ja, ja. Okay. Also ich kann in der Hocke gehen hier? Ebenfalls also, Knochen weg. Ich bin guck mal, du müsstest noch eigentlich an meinen Rucksack rankommen. Da ist es drinne. So, oder dann mache ich jetzt... Das, ich kann jetzt hier gar nichts auswählen. Warte, ich leg's dir hin, machen wir so. Das ist total lieb. So, oh, warte mal, wo könnten wir denn hier noch gucken auf dem Flugfeld? In diesen Wracks von den Trucks und so ist da nichts drin, ne? Hast du mich hier irgendwo, hast du mir jetzt was hingelegt? Guck mal, beschreib, wo ist denn das jetzt? Also, sehen tue ich nichts. Ja, das ist wieder ein Monster. Ja, die sind hier hinten. Es ist verbuggt hier, ey. Grafikfehler. Legst du mir jetzt was hin oder nicht? Ja, warte mal, ey. Hast du mir das jetzt mitgenommen oder? Ich gehe gerade jetzt mal gucken. Ich rocke. Bin jetzt ich rocke mal dahin. Bisschen